Hallo, ich bin der Patrick von Lake United und heute zeige ich dir, warum und wieso du deine Bar immer wieder trimmen solltest. Leinen können sich mit der Zeit verkürzen oder verlängern. Das heißt, zum Beispiel, wenn die Lenkleinen zu kurz sind, hängt der Kite zu viel hinten dran, wird sehr backstall-lastig und verliert einfach an Leistung. Er kann natürlich auch in eine Richtung ziehen, auch nicht gut und verschlechtert meine Session. Um nun die Bar optimal zu trimmen, nimm deine Safety Leash und fixiere sie an einem Punkt. Du kannst am Karabiner deine gut sortierten Leinen, also die Enden der Leinen, einhängen, so sind alle an einem Punkt fixiert. Nun checken wir unsere Lenkleinen, ob diese gleich lang sind. Um die Lenkleinen im Vergleich zu den Zugleinen zu checken, muss der Adjuster immer komplett offen sein. Nun ziehst du die Bar zu dir her. Wir sehen schon, hier ist zu viel Spannung auf den Lenkleinen. Dies kann ich an meinen Barenden einstellen. Das heißt, bei den meisten Bars kann ich an den Barenden hier unten herausziehen und habe eine gewisse Knotenleiter, wo ich meine Lenkleinen verkürzen oder aber auch verlängern kann. Solltest du keine Knotenleiter haben an den Barenden, kannst du alternativ Pigtails verwenden am Ende der Leinen und dort die Pigtails dran machen, damit die Leinen wieder optimalst gespannt sind. Richtig und gut getrimmt ist unsere Bar dann, wenn alle Leinen angepowert gleich lang sind. Wir haben hier die Knotenleiter verstellt, ziehen die Bar nun zu uns. Die Leinen sind alle auf Spannung gleich lang, perfekt.